Gestern habe ich ein Paket vor der Tür stehen gehabt von dieser hotten Nudel hier und Nadine. Spaß. Ich weiß, ihr kennt sie, ihr liebt sie. Und wenn wir jetzt erstmal dafür gesorgt haben, dass die Katzen mir nicht durch die Tür entwischen, können wir uns reinziehen, was sie uns geschickt haben. Vorausgesetzt, ich würde jemals dieses Paket aufbekommen. Sieht euch mal rein, wie fest sie es eingepackt hat. Aber da sie vor kurzem in Mexiko war und gesagt hat, sie möchte mir was mitbringen, hoffe ich mal, dass ich da jetzt nichts außer so einem typischen Sombrero vorfinde. Aber ich habe ganz vergessen, dass ich ihr gesagt habe, dass ich Fantasy-Bücher mag. Besonders die, die aus diesen kostenlosen Bücherschränken kommen. Also hat sie alle Bücherschränke abgeklappert, die sie finden konnte. Und ein paar geile Sachen direkt aus Mexiko habe ich auch bekommen. Vielen Dank, lieber Nadine. Ich habe mich sehr gefreut und nachdem das Kosmotier deine Leckerlis verdrückt hat, musste ich ihn auf meinen Schoß heben, weil er von alleine nicht mehr hochkam, um ihm sein Geschirr anzuziehen. Und während die Katzis sich draußen den Vogelduft durch die Nase gezogen haben, habe ich das Wohnmobil gesehen und dachte mir, es wird Zeit, mal wieder zu verreisen. Meinte dann zu Marcel, lass uns dieses Wochenende wegfahren. Der hat mir dann einen Eimer hingestellt mit ganz vielen Kieselsteinen und meinte dann, erst wenn du jedes einzelne Steinchen in jede einzelne Rille gestopft hast, und das waren Haufen Rillen, können wir fahren. Aber als ich damit fertig war, hat er 20 Säcke Sand ausgestreut und meinte, wir fahren erst, wenn jedes einzelne Sandkorn in jeder einzelnen Rille drin steckt. So, und jetzt meine Frage an euch, wo ist diese scheiß gute Fee, wenn man sie mal braucht? Und schreibt mir bitte in die Kommentare, wo wir dieses schöne Makramee aufhängen sollen. Apollo kann sich nämlich nicht entscheiden.